Doraka. Jetzt bin er sich anders verhalten, weil ich niemanden von ihm getötet habe. Ich habe seine Leute in Ruhe gelassen. Sie scheinen eine Menge Trumpf zu haben. Danke, dass Sie sich auf dem Weg hierher zurückgehalten haben. Meine Freunde wollen mich nur beschützen, aber es wurde schon zu viel Blut vergossen. Sie wirken gar nicht überrascht. Bin ich auch nicht. Nach den Bomben am Bahnhof war klar, dass jemand kommen würde. Setzen Sie sich. Bitte. Das ist kein Besuch zum Tee, Rucker. Ich werde Sie verhaften. Wir kämpfen für die Rechte der Augmentierten. Verbreiten unsere Botschaft, bieten Unterstützung. Die ARC ist eine gewaltfreie Organisation. Dann haben wir ja kein Problem. Sie begleiten mich, beantworten unsere Fragen und sind rechtzeitig zurück, um ihre nächste Predigt zu filmen. Ich bin kein Narr. Wenn ich mich jetzt ergebe, lassen Sie mich verschwinden. Aber ich werde solche Nitzins-Fehler nicht wiederholen. Wir werden Ihnen die Stirn bieten. Ich dachte, Sie wären ein Pazifist. Das bin ich. Aber ich bin mehr als nur ein Anführer. Ich bin auch ein Symbol, das Sie beseitigen wollen. Und wenn ich nur als Märtyrer ein Symbol bleiben kann, dann nehme ich den Tod gerne in Kauf. Wenn ich Sie gewaltsam mitschleppen muss, werden Ihre Leute versuchen, mich aufzuhalten. Keiner will Verletzte, also kommen Sie friedlich mit. Sie haben mein Wort. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, dass Sie fair behandelt werden. Erzählen Sie mir nichts über Fairness. Ihre Herren verstecken sich im Schatten. Sie manipulieren, kontrollieren und morden, ohne den Mut zu haben, ihre Überzeugungen vor dem Rest der Welt zu vertreten. Idealistisch pflichtbewusst demoralisiert. Benutzt Idealismus als Schild. Muss an die Realität erinnert werden. Überschätzt seine eigene Wichtigkeit, ist aber oft ein guter Ratschlag. Verbirgt Unsicherheit durch Jähzorn, durch Verzweiflung nach Halt, Alpha und Omega. So hat Macht schon immer funktioniert, Rucker. Und wenn Ihnen das nicht klar ist, dann sollten Sie auf Leute hören, die das alles schon ein paar Schritte weiter durchdacht haben. Ich bin vielleicht nicht der ideale Anführer einer Gruppe von Aktivisten, aber es ist trotzdem heuchlerisch, mich zu kritisieren, weil ich Ihre Methoden anwende. Weißt du, das war keine gute Antwort. Ich habe Gewaltlosigkeit gepredigt und darauf gewartet, dass der Rest der Welt diesem Beispiel folgt. Ich hatte Vertrauen zur Menschheit. Und die Menschheit hat mich verraten. Was soll eigentlich Omega sein? Ihrem Beispiel folgen? In Zeiten von Chaos und Furcht gibt es immer wieder Anti-Irgendwas-Bewegungen. Bevor sie sich zum Symbol der Sache gemacht haben, hätten sie sicherstellen sollen, dass sie dafür auch bereit sind. Ich dachte, das wäre ich. Ich dachte... Bei Gott, jemand muss das tun. Die Bewegung durchlebt gerade eine schlimme Zeit. Die Anschläge verschlimmern alles. Meine Führungsposition wackelt. Und ich befürchte, zwischen beiden besteht eine Verbindung. Bitte, gehen Sie zu Ihren Leuten und bitten Sie für mich um 48 Stunden Aufschub, damit ich den internen Konflikt lösen kann. Leider nicht. Es tut mir leid. Wenn ich mit leeren Händen zurückkomme, werde ich ersetzt. Wahrscheinlich von jemandem mit weniger Mitgefühl. Wenn Sie jetzt mitkommen, ist es das Beste für uns alle. Ja. Sie haben vermutlich recht. Verstehen Sie mich denn? Wenn Sie mich hier wegbringen, sind Sie nicht nur für meinen Tod verantwortlich, sondern auch für den Untergang der Augmented Rights Coalition und die Pervertierung von allem, wofür sie steht. Ist mir schon klar. Unterm Strich hat sich nichts geändert. Wenn Sie freiwillig mitkommen, gibt es keine Gewalt. Sie haben die Wahl. Wenn Sie den Weg der Gewalt wählen, verraten Sie die Sache. Ich kann meine Leute nicht mehr sterben sehen. Nicht meinetwegen.
Sie sagen, ich soll Ihnen vertrauen? Also gut. Bevor wir gehen, muss ich Ihnen etwas zeigen. Ich vermute einen brodelnden Machtkampf in unserer Organisation. Einige Mitglieder der ARC sind unseren Idealen weniger verbunden. Heißt das, Sie wissen, wer für die Bombenanschläge verantwortlich ist? Es ist nur ein Verdacht. Und selbst das erst seit kurzem. Meine gesammelten Beweise sind mager. Aber ich will sie Ihnen geben. Das ist die Codekarte für die Sicherheitstür. Dort sind die Beweise. Warum geben Sie die mir? Warum behalten Sie sie nicht beim Verhör bei sich? Wenn mein Verdacht stimmt und ich gesehen werde, wie ich Sie freiwillig begleite, überlebe ich vielleicht nicht lange. Silberzunge, fuck yeah. Ah, Alex, siehst du? Nirgendwo da unten. Gut versteckt. Ist ihr Terrorist. Ich habe insgeheim versucht rauszufinden, wer verantwortlich ist. Rocker. Chicane, Rucker ist tot. Wie bitte? Details, wenn ich bei Ihnen bin. Wo ist das genau? In der Nähe Ihrer Position sind einige Gewächshäuser. Darunter ist eine freie Stelle. Dort werde ich sein. Chicane out. Er bleibt so oder so das Gespräch nicht. Das ist das Traurige. Weil wir wissen ja zumindest, was ihn gekillt hat. Diese Orchidee in dem Drink, den er hatte. Und wir haben die Schlüsselkarte für sein Büro. Ah ja, stimmt. Hab nicht mal Platz für Whisky. Eine Chance, wieder überall zu werden. Ich spreche sicher nicht als Führer der Ark, sondern als Herrscher. Da. Da kommen nur so rein. Biozelle, Reddit-Chip und da ist der Beweis. Aber mit HK gesprochen, falls eins läuft, okay, der ASAP liefern und warten. Erste Zelle in Wartestellung, weitere Befehle folgen. JM. Jim Miller, oh mein Gott. Okay, und jetzt einige Mitteilungen von unseren Sponsoren. Oh, Moment! So, Stufe 5. Damit. Ja, wo ist das Ding? Ach du Shit, ich hab keinen Platz dafür. Fuck. Ja, ich bin voller Waffen, deswegen. Ah, da. Ah ne, das ist nur einer. Damn, man. Ein Volk von Auswanderern verwüstete ganze Landstriche, tötete die bisherigen. Komm. Verschluckte sich dann selbst. Und jetzt sitzt. Oh fuck, bin ich besoffen. Weil wir so viel Angst voreinander haben. Wir haben in wenigen Jahrzehnten geschafft, auch schon Europa und Asien jahrtausend. Europa 10 in Praxis. Okay, das Gute ist auch, wenn ich normal mit ihm gesprochen habe, wissen die Leute nicht, dass ich hier bin. Das heißt, es ist kein Alarm ausgelöst worden und ich kann... Ich habe den Versuch, mich ruhig an den vorbeizuschleichen. So ich... Mehr oder weniger. Ach du Shit.
Karte. Ich wäre gern so optimistisch wie du, Bruder. Zum Glück sind wir hier oben. Mir muss ein Desaster sein. Ich schwöre, ich habe da was gehört. Scheiße. Da drin. Sieh da. Hier ist nichts. Oh, what? What? Ich habe es seit jedem geräumt. Oh, nee. Oh, nee, jetzt habe ich eine Scheißstelle. Und speichern genommen. Wer sieht das Loch? Was ist jetzt? Was ist, wenn wir nicht laden? What the fuck, er will nicht laden. Aha. Ja, lade doch! What the fuck? Da hat sie. Lade? Muss ich einfach warten? Vielleicht hat er irgendeine Störung gerade? Das ist mir seit, in letzter Zeit häufig passiert. Irgendwie kommt er nicht nach. Ah. Er will echt nicht laden. What the fuck, das Spiel hat voll viele Bugs in letzter Zeit. Ich meine, wenn ich muss laden, sonst werde ich jetzt erschossen. Beziehungsweise entdeckt. Ah, jetzt. Wow, Jesus, hat eine Weile gedauert. Fuck. Ich muss die beiden sofort ausschalten, ey. Keiner darf das Loch sehen. Daran habe ich nicht gedacht, ich hätte den Lüftungsschacht oben benutzen sollen. Und die beiden müssten alleine sein. Wenn ich schnell genug bin, kann ich sie beide mit der Tesla ausschalten. Gesetz abgestimmt wir wird. Kann Talos sein. Ah. Oh nein, ich schon wieder. Komm jetzt. Das ist der Nachteil von Tesla. Ich brauche viel mehr Platz. Fuck, was ist los? Wieso hat das Spiel so mehr zu laden? Sollte eigentlich echt kein Problem sein. Man weiß nie, was man noch zuhören alles erfährt. Lauschen ist oft sehr hilfreich. Das heißt, ich werde jetzt durch das Loch gehen und dann werde ich mich ein bisschen weiter wegstellen. Dann mit Tesla. Jetzt braucht er echt lange zum Laden. Wusste ich gar nicht, dass die Glasschildtarnung mehr Energie verbraucht, wenn ich mich bewege. Ich dachte, die verbraucht einfach allgemein mehr Energie. Also so konstant. Funktionsgesetz abgestimmt wird. Kann Talos seinen Sieg feiern.
Ich wäre gern so optimistisch wie du. Da. Stecken sollte ich sie dort dennoch. Okay. Es ist zu ruhig. Ist irgendwo eine Drohne, ne? Ah, da oben. Gut, wenn ich keinen weiteren Alarm auslöse, oder... So, jetzt speichere ich nochmal. Ich hoffe, dass ich keine Fehler mehr mache. Boah, Tess ist schon geil. Muss ich mit der Munition sparsam umgehen. Ich kein Geld haben werde, um mir neue zu kaufen. Gut, ich kann sie mir herstellen. Ja, ich gehe lieber da lang. Also kann man hier lang? Tun, wie viele Lebensmittel und Medikamente wir verteilen. Für viele bleiben wir Terroristen. The fuck, Adam? Ich wollte nach rechts rüberhuschen, nicht zu den hinkriechen. Oh jeez, was ist mit dem Laden los? Nichts macht mich aggressiver als Ladezeiten und dann noch sowas. Mich schlägt zu meiner Xbox oder ist echt das Spiel einfach irgendwie langsam? Ah, zum Glück ist die Mission gleich durch. So, jetzt keine weiteren Fehler mehr. Schwer, ich weiß, aber du musst stark bleiben. Egal, wie viel Gutes wir tun, wie viele Lebensmittel und Medikamente wir verteilen, für viele bleiben wir Terroristen. Ich weiß, Bruder, aber unsere Opfer bringen unseren Kindern eine bessere Welt. Ja, hoffentlich müssen sie nie erfahren, was wir durchgemacht haben. Weil einer bewegt sich jetzt zu mir hin. Gehen wir. Alles ruhig. Machen wir weiter. Okay, der lautlos, die lautlos Aug beeinflusst Icarus Sprint nicht. Genau, das wollte ich machen. Nichts. Fuck. Hast du was? Konzentrier dich einfach auf deine Patrouille. Mist, ich komme an den nicht vorbei. Da gehe ich doch unten lang. Hab keine Wahl, da komme ich, glaube ich, nicht. Da komme ich. Wenn ich Glück habe, komme ich da gut rüber. Oh nein, nicht gut. Scheiße.
Scheiße, wieso muss der zum Decke kommen? Okay, es wird wieder schneller. Okay, ich gehe sofort nach unten. Let's go. Ja. Ich werde nicht ausschalten. Was? Scheiße. Da kann ich hacken, aber... Jeden Tag die gleiche Scheiße. Ich hab Angst. Ich hab das Gefühl, dass die mich entdecken werden. Aber die bewegen sich nicht. Falls ich entdeckt werde, überlebe ich ein paar Schüsse. Oh lol. Super. Hey, die Security. Kann ich nicht. Muss ich auch gar nicht. Da keine Drohnen aktiv sind. Dürfte mich nicht sehen. Einige dieser Befehle machen keinen Sinn. Nice, nice. Ja, ja, lass dich nicht ablenken. Oh, nicht gut. Also ich bin schon so gut wie durch. Fuck. Denkt er wirklich, sie kommen hier rein? Ah, fuck. Gibt's ja nicht, ey. Die beiden unten vergessen. Ich hab's versucht zu retten. Tesla hat sich doch als nützlicher erwiesen als gedacht bisher. Also wenn zwei Geister stehen, dann vor allem Tesla hat eine höhere Reichweite als die Elektroschockpistole. Bin ich schon vor weitem aus. Die Frage ist, komme ich an ihr gleich vorbei, ohne sie auszuschalten? Hm?
Aber warte, hier sollte ich ja genau nicht runterspringen. Also sie ist direkt über mir. Daran muss ich jetzt denken. Weil vielleicht komme ich vorbei, auch ohne die abzuknallen. Scheiße. Ah, warte, das wäre auch nicht schlecht. Wobei sie steckt über mir. Sie würde mich sehen. Fuck, wo bin ich hier? Ah, ich bin ganz unten jetzt. Jensen, die Uhr läuft. Wo zur Hölle sind Sie? Ich bin unterwegs. Dabei. Legen Sie einen Zahn zu. Scheiß. Ui, es war knapp. Damn it. Ich liebe dich, Icarus, Sprint. Nee, oder? Nee, das versaut mein Geistbonus. Ey, der Typ ist echt wissen, oder? Jesus. Tut mir leid, da will ich jetzt den Geistbonus haben. Sobald das Ding mal laden will. Lade doch, Mann. Das ist schlimm als Duke Nukem langsam. Nein, nicht das schlimm als Duke Nukem. Nimm das sofort zurück. Nicht das schlimm als fucking Duke Nukem. Sollte einfach nicht aufhören zu laden. Okay, also gut. Schaffe ich es, an den beiden Typen vorbeizukommen, ohne sie auszuschalten? Ich sollte es schaffen können. Damit will ich schon wieder. Okay, hier geht's noch nicht weiter, oder? Fuck, wo bin ich hier? Ich bin zwar voll, aber eine Maschinenpistole, Bier. Weiß gar nicht, wie soll ich mich über diese freuen? Ich benutze nicht mal. Wie viel habe ich? 12. Easy. Räubungsfreie Credits. Damit. Ich könnte eigentlich meine Elektroschockpistole upgraden. Wo geht's denn hier lang? Oh. Oder so. Da stehe ich noch immer vor den beiden. Ne?
Da bin ich unter ihnen. Also Icarus Sprint, lass mich jetzt nicht im Stich. Jensen, die Uhr läuft. Wo zur Hölle sind Sie? Ich bin unterwegs, Chicane. Legen Sie einen Zahn zu. Dammit. Okay, jetzt muss ich nur noch da unten durchkriechen, ohne gesehen zu werden. Und GG. Und ja, sieht es fast besser. Da habe ich direkte Sicht. Ah! Suckers! Kann ich noch was mitnehmen? So, hab's geschafft. Golem ist. Scheiße, sich voll unlogisch. Wie können die wissen, dass ich. Ja, da war nichts, kein Alarm und gar nichts und plötzlich bin ich doch gejagt. Und dann noch von ihm. Ist ein Miller. Mal gucken, ob ich jetzt Geist und Schlitzer bekommen habe. Rockers Macher wird uns jede Menge Probleme machen. Was das war's? Ihr Befehl lautete, ihn herzubringen. Das hatte ich auch vor. Wie ist es dann passiert? Ich glaube, jemand, der für die Manipulation der Ark bezahlt wird, hat ihn getötet. Jemand aus seinem Team. Rucker hat gesagt, die Ark wird reingelegt. Und die echten Terroristen sind aus der Schusslinie. Hatte er einen Aluhut auf, als er das gesagt hat? Der Mann wollte die Kluft zwischen Optis und Natürlichen überwinden. Er wusste, dass jeder Anschlag den Keil nur noch weiter reintreibt und dass die einzige Lösung darin besteht, ihn rauszuziehen. Er sagte, er könne die Unschuld der Ark beweisen. Er wollte mitkommen und mit uns reden, obwohl er damit sein Leben riskiert hätte. Was war das für ein Beweis? Kann ich das, was ich gefunden habe, Miller übergeben? Oder Vega aufbauen? Ich gehe die Vega-Richtung. Keine Ahnung. Er wurde getötet. Nur nicht, weil ich Miller nicht mag, sondern weil es was nötig ist. Sinn, oder? Was ist mit Viktor Matschenko? Ich habe den Namen mit Eilink überprüft. Kein Ergebnis. Warum? Haben Sie noch was? Nicht mehr als ein Bauchgefühl bis jetzt. Nun, tut mir leid, Agent, aber das reicht nicht. Was für eine Scheiße. Sie wissen, dass Ruckers Tod sich rumsprechen wird, oder? Und der Leiter der Staatspolizei hat mir versichert, dass Golem City dann zum Kriegsgebiet wird. Das können wir nicht zulassen. Ich hoffe, wir haben genug Saft, Chicane. Ich brauche nämlich ein Taxi. Was Sie angeht, Agent... Ich muss einen Fall lösen und ich weiß auch genau, wo ich anfange, Direktor. Smiley hatte mehr als genug Zeit für die DSD, die ich ihm gegeben habe. Die aus Rosika? Ich gehe zu ihm, mal sehen, was er hat. Danach verfolge ich die Spuren. Ich habe vor, die wahren Schuldigen zu erwischen. Egal, ob sie augmentiert sind oder nicht. Dann an die Arbeit, bevor die Spuren noch kälter werden.
und informieren Sie mich. Ja, ja, Boss, jeez. Dann los, Chicane. Klar, der wohnt hier um die Ecke. Aber also, falls er nach Hause geht, ist er ein Arschloch. Der wohnt hier um die Ecke, Mann. Ah, jetzt habe ich Schlüssel bekommen. Boah, und noch mehr Praxis. Gut. Alex, Talos Rucker ist tot. Was? Vergiftet, glaube ich. Heilige Scheiße. Rucker war das Sprachrohr der Augmentierten. Die Leute haben ihn geliebt. Wenn das rauskommt, wird Prag explodieren. Und die ganze Welt sieht zu. Hör zu, Miller trifft sich mit der Staatspolizei. Das ist unsere Chance, rauszufinden, auf welcher Seite er steht. Er lebt in der Nähe von TF-29. Sollen wir sein Apartment durchsuchen? Nicht wir. Ich. Du kümmerst dich um den Versalife-Einbruch. Und finde raus, was das Kollektiv über Viktor Matschenko weiß. Wenn ich recht habe und Rucker vergiftet wurde, könnte das alles zusammenhängen. Jensen out. Adam, sind Sie da? Sie werden es nicht glauben, aber Vadim Orlov ist in Prag. Sie machen Witze. Leider nicht. Er hat vor 6 Monaten ein Visum für augmentierte Experten bekommen und war seitdem sporadisch da. Laut Grenzkontrolle ist er heute eingereist. Ich bin auch seit 6 Monaten in Prag. Wo wohnt er? Im Apartmentblock Leona, ich bin in der Lemanenstraße, 2. Stock. Werde ich machen. Herr Jensen, hier spricht Uta Botkovelli. Wie viel? Ich habe noch eine delikate Angelegenheit für dich. Ich dachte, wir wären quitt, Uta. Das sind wir, wenn ich es sage, mein Freund. Also, zum Geschäft. Du besuchst Frau Katrin, die Besitzerin des Red Queen. Sie hat ein Problem namens Dominic. Nur damit das klar ist, ich bin nicht der Hauskiller der Dwellies. Warum schicken Sie keinen von Ihren Leuten? Warum? Weil ich dich damit beauftrage. Wir reden vom Töten. Besuch einfach Katrin und benimm dich. Sie ist eine mächtige Frau. Ich bin ein gefragter Typ. Alle möchten was von mir. Jetzt erstmal nach Hause. Mein Zeugs verkaufen, Augs kaufen und dann gehen wir allem nach. Jetzt ist der Mantel geil. Die da hinten sieht cool aus. Hat ein argumentiertes Bein bis zum Knie. Sieht das wie so ein... diese Stiefel da. So. Ach ja, da war noch was. Ne, das mache ich. Das mache ich, wenn ich dann den ganzen Quest nachgehe. Gute Frau, laut ihrer Papiere dürfen Sie sich derzeit nur im Shikashka-Viertel aufhalten. Was Sie mit ihr gemacht haben. Oh Gott, das gibt's ja auch noch. Ich höre mir die Nachrichten gar nicht mehr an. Ja doch, genug Zeug zu verkaufen habe ich eigentlich. Ja, und die Polizei. Klingt sehr gut. Dann bis dann. What the fuck? Ah, da ist er. So, wie hieß du? Lars? Garst? Lars? Ja, hab ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Hast du Praxis, Kids, Mann? Muss mal verkaufen. Oh ja. Gott, die ganzen Gewehre bringen so viel Geld ein. Fuck mich. Und was? Hat das nötige Kleingeld? Das kann ich verkaufen.
Oh Gott. X, ne, Y. Ah ne, ich kann ihn nicht verschieben, genau. Die brauche ich. An sich brauche ich dann die nicht mehr. Ja. So, kaufen. Hast du was hast du hier? Oh, der hat noch ein Praxiskit. Kann ich eigentlich gleich kaufen, indem ich 9% verkaufe? Ah. Brauchsobjekte Praxis. So. Super. Biozellen. In meiner Wohnung ist nichts. So, jetzt werde ich kurz ordnen. Nein, erstmal werde ich das kurz. Zwei von denen machen. Genau, damit ich den Platz reserviert habe. Oh, das hat sich das unten auch erledigt. Ja, passt doch so. Super. Ich könnte das an sich anpassen, aber eigentlich bringt es mir nicht viel. Ich könnte das hier... Ah, man kann die Munitionskapazität verbessern. Bringt mir aber nicht wirklich was. Werkseitiger Rückschussdämpfer beeinflusst diesen Wert. Ach so. So, 6 Praxiskits. Na, was hole ich mir denn jetzt? Was holt sich der gute Jensen? Und das für 14 werde ich aber wohl nie brauchen. Also, Beine habe ich, das brauche ich nicht. Die beiden sind eine Option, die sogar eher. Waffen überhaupt nicht. Das eigentlich auch nicht. Das auch nicht. Peps auch nicht. Ja, das könnte ich mal machen. Das schon. Das. Nein, nein. Ja. Das ist auch keine schlechte Idee. An sich habe ich echt alles, was ich brauche. Das alles andere ist nur noch extra Zeugs. Jetzt Fahrzeuge von Schockgranaten. Ja, das mache ich ja sowieso nicht. Das wäre nicht übel, um Gegner zu markieren. Dann sehe ich sie. Die weinen sich, ne. Reflexbooster, ja. Oh, da war ich vorhin. Das könnte ich machen für das EMP-Schild. Gott, ich habe viel zu viele Praxis. Das ist einfach unfair. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da. Dann. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. God damn it. Ja, ich kaufe mir das. Jetzt kann ich wirklich überall hingehen, wo ich will. Und mit den letzten beiden. Ich will nicht mal hacken. Weil ich mit dem Ding spielen werde. Ja, komm. Und mit dem allerletzten. Oh. Oh ja. Ja. Jesus. Perfekt.